Ist jetzt noch alles da? Also irgendwas funktioniert hier gerade nicht richtig. Habe ich so das Gefühl, oder? Wenn ich das dazu packe, ist da oben wieder kein Raum gefunden. Wenn ich hier einen weniger mache und hier einen dazu, ist hier oben wieder alles weg. Mache ich das weg und mache Sicherheitsunterweisung. Und dann ist da kein Raum für gefunden. Was soll denn das? Ach komm, lassen wir das einfach mal auf. Und gucken, was passiert. Hier Mahlzeiten habe ich doch derbe viele. Und habe ich das Essen irgendwie falsch eingestellt? Nö. Habe ich nicht. So, Leute, es ist Zeit zu arbeiten. Und hier, die Tür kriegen sie nicht auf. Dann stellen wir die mal auf offen. Dann kriegen sie die Tür wahrscheinlich auch nicht auf. Macht die auch auf. Wir kriegen die ganzen Türen hier nicht auf. Das ist natürlich wirklich Mist. Ich dachte, die könnten das, wenn sie denn arbeiten. Personal. Wir brauchen nochmal. Ups, 4 Wachen wollte ich gar nicht. Naja, egal. Stationierung, Patrouillierung, Patrouillierung. Ich möchte gerne hier eine Patrouille haben. Durch diese Wege hier. Da möchte ich einen zuweisen. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Nö. Wie füge ich denn da jetzt nochmal wen zu? Klicke auf ein bereits existierendes Quadrat. Achso. Das reicht, wenn das einer macht, glaube ich. Und dann kann noch hier noch einer patrouillieren. Hier mal so ein bisschen gucken, was da so los ist. In die Ecken, das ist wichtig. So. Ja, und einer macht hier noch. Den Weg. Gut, dann haben wir das nämlich auch bekommen. Guck mal, wie viele Mahlzeiten ich habe. Und die dürfen alle wieder nichts essen, weil. Es denen ja so schlecht geht. Dann brauche ich einfach mehr Ärzte, vielleicht. 5 Stück sollten aber jetzt doch dann wohl reichen. Ich habe sonst kein Einkommen mehr irgendwann. Wie sieht's mit meiner Baumschule aus? Machen wir die noch ein bisschen größer. Komm. Das hier unten wird das Baumschulparadies. So. Perfekt. Und ich hoffe mal, dass die ganzen Beschwerden, die ganzen ernsthaften Beschwerden jetzt mal so langsam verschwinden dann. Oh, das wird teuer. 800 Euro Bäume gekauft. Kann man ja mal machen. Warum auch nicht? Teure Bäume sind natürlich immer gut. Sind viel besser als günstige Bäume. Weiß jeder. Sollte jeder wissen. Ja. Jetzt haben meine Ärzte Langeweile. Dann lasse ich einen. Wenn jetzt keiner mehr Beschwerden hat. Noch 35. Aha. Mental unterdrückt. Wie kann das denn sein? Was machen die Psychologen denn? Aha. So toll sind die ja auch nicht. Oh, 2 Gärtner dazu. Ach komm, mach A4. So. Damit es hier auch schön aussieht. Das ist ja auch wichtig. Also mir ist das wichtig. So, jetzt wird hier ganz schnell angefangen zu kochen. Perfekt. Und ich habe 51. Als nächstes würde dann wieder ein neuer Zellenblock anstehen. Jetzt habe ich hier natürlich die Baumschule hingebaut. War vielleicht nicht der klügste Schachzug von mir. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? 49 haben ernsthafte Beschwerden.
So. Ich weiß nur nicht wirklich, warum. Ach, guck mal hier, jetzt werden hier aber nochmal alle geheilt. Werden das jetzt weniger? Ja, 48 sind es nur noch. Hey! Okay, ich hatte vielleicht wirklich zu wenig Ärzte. Die wollen auch. Jetzt wollen sie hier wieder rein. Aber gut, dass da wer patrouilliert, der kann da immer schön auf und zuschließen. Das ist wunderbar. Es ist noch Essenszeit und hier ist wieder niemand. Es fängt schon wieder an, dass hier keiner zum Essen kommt. Warum denn nicht? Weil die alle nicht dürfen? Weil die Isolierung haben noch? Oh, hier will auch noch mal einer arbeiten. Will wieder raus. Jo, will er. Da, die Tür müssen wir vielleicht auch aufmachen, wenn hier normale Leute drin arbeiten sollen. Das ist ein bisschen schwierig. Und jetzt wird hier auch ordentlich poliert. Also der Boden. Das Lager ist mittlerweile auch ziemlich voll. Und dann könnte man hier bald mal anfangen. Und eine schöne Werkstatt bauen. Dort. Und da brauchen wir sonst noch irgendeinen Raum erstmal. Ich gucke mal gerade hier rein. Ja, die Werkstatt brauchen wir auf jeden Fall. Und ansonsten im Sicherheitsbüro könnte man auch anfangen. Wenn man noch ein bisschen Geld. Wobei die Werkstatt jetzt wahrscheinlich ziemlich teuer wird, aber egal. Ich gebe das einfach schon mal in Auftrag. Gehwegplatten. Zack. Zack. Dann kommen da normale Türen dran. So. Und Versorgung. Jetzt habe ich hier nämlich auch ziemlich viel Stromkapazität noch übrig. Weil ich es ja eben geschafft habe, selbst mit dem einen Ding alles zu versorgen. Ist natürlich logisch, dass jetzt relativ viel Kapazität zur Verfügung steht. So, dann machen wir das so und so. Und dann sind die beiden Räume auch soweit durch. Das hier oben wird die Werkstatt. Und das hier unten wird das Sicherheitsbüro. Und hier wird wieder nichts gebaut oder was? Oder habt ihr noch keinen Bock gehabt? Oh, ihr habt noch keinen Bock, okay. Das Holz wird hier auch gleich in die Werkstatt gebracht. Cool. Da fehlt leider noch ungefähr alles, damit das irgendwann mal eine Werkstatt wird. Und ich habe auch wahrscheinlich keine Leute, die da irgendwas machen können. Muss man? Nein. Nö. Ich dachte gerade darüber nach, ob man Lehrer einstellen muss, aber muss man nicht. Kann man nicht. Geht gar nicht. Eine Hydraulikpresse. 3 Stück. Ein paar Tischsägen. Was brauchen sie dann noch? Tische. Hoch. Na Mensch. Tische. Und jetzt darf da auch gearbeitet werden, liebe Leute. Wenn dann ein Strom dran ist. Versteht sich. Aber das kriegen sie auch noch hin. Ne? Das gefällt mir schon ganz gut hier alles, muss ich sagen. Außer dass die Zellenblöcke nicht wirklich gleich lang sind, aber naja. So, was ist das denn hier? Gefängnisarbeit. Können wir auch die Jobs zuweisen. Hier ist schon alles zugewiesen. Die Kantine kocht hier für alle. Das ist genau richtig. Und was ist das? Wäscheverteilung. Ja. Ah, das kann man jetzt alles einzeln auswählen. Oh Gott. Das wird noch richtig, richtig kompliziert. Das hier ist bitte nur für Personal. Und ja, ich weiß noch nicht so richtig, wo wir weitermachen. Wie wir weitermachen.
könnte mir mal so ein Sicherheitsbüro bauen. Schreibtisch, Stuhl, Aktenschrank. Hä? Ist das gar nicht der Raum, den ich bauen wollte? Dann ist der nämlich, das ist viel zu groß dann. Was macht der denn eigentlich? Ja, hat im Moment keinen wirklichen Nutzen. Das wollte ich nämlich gar nicht. Ich wollte ursprünglich hier die Überwachungsstation einrichten. Wie heißt die denn? Hinrichtungsraum nicht. Hä? Gibt es dafür gar keinen Raum mehr? Ich dachte, da gäbe es einen Raum für. Für diesen Sicherheitskrempel, den wir noch nicht bauen können, aber für das hier. Tja, du, weiß ich auch nicht. Sauberkeit ist wichtig, wenn es darum geht, Schmuggel zu unterbinden. Oh. Hier stellen wir dann mal ein paar Mülltonnen auf. Auch in der Wäscherei. In der Küche. Ich weiß ja nicht, vielleicht bringt das ja schon was. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe diese Dinger wirklich noch nie gebaut. Aber vielleicht hilft das ja. Ich dachte jetzt, man könnte damit vielleicht einfacher schmuggeln. Dann habe ich mich wohl geirrt. Das soll ja auch schon mal vorgekommen sein. Nun denn dann. Hier immer noch Leute ernsthafte Beschwerden, Leute. Oh, es gibt wieder Geld. Und mein Gewinn pro Tag ist irgendwie... Klappt das nicht so richtig. Immerhin klappt das mit den Mahlzeiten und den Gefangenen. Theoretisch ganz gut. Rein praktisch kommen sie aus ihren Zellen im Moment nicht wieder raus. Warum auch immer. 4% haben wir. Ja, gearbeitet wird hier nicht. Schade eigentlich. Ich frage mich nur, warum da niemand essen geht. Das kann doch eigentlich nicht sein. Ja, wir gucken einfach mal. Wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen, gucken wir mal in die Subventionen rein. Staatliche Sicherheitsklassen. Weise zwei Hundeführerpatrouillen und zwei bewaffnete Waffenpatrouillen. Bildungsreform. 20, was? 20 Pulte. 20 Pulte? Ich habe hier mal gerade so wenig. Okay, dann machen wir es anders. Dann werfen wir das weg. Dann kommt dahinter was anderes rein. Ach, wegwerfen. Nein. Diese Sachen brauche ich doch noch. Dann will ich mal gucken, wie viele Pulte ich in diesen Raum reinkriege. Vielleicht können wir das ja einfach dann dafür benutzen. Wenn es vorher denn nicht, ne, dann halt beim zweiten Versuch. Vielleicht. Mal gucken. 20 Pulte. Wo sind meine Pulte? Wo sind sie? Habe ich keinen Billardtisch? Doch. Da unten. Da unten haben sie sich versteckt, die hübschen kleinen Tische. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oder? Mich jetzt verzählt. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aber da ist kein Pult drin. Kein Dings. Ach, scheiße, Mann. Wie löse ich denn das jetzt auf? Wie löse ich das Problem?
Ich habe eine Idee. Wir erweitern das ganze Gebäude einfach nochmal ein bisschen. Planieren wir hier was weg. Und setzen hier einfach nochmal so ein Stückchen dran. Das sollte schnell gehen. Geht das auch? Perfekt. Guck mal, wie schnell sie das jetzt hier auch schon wieder hingekriegt haben. Perfekt. Und dann wird das ein ziemlich großes Klassenzimmer. Und ich hoffe, dass dann da auch alle Leute Platz haben. Werden wir dann ja sehen, ne? Vielleicht geht dann ja auch irgendwas schneller oder so. Weiß ich nicht. Totaler Quatsch. Ich brauche manchmal einfach mehrere Versuche, bis irgendwas funktioniert. Das ist nun mal so. So. Und jetzt noch einen Schreibtisch davor. Und ein Stühlchen. Und dann weisen wir den Raum zu als Klassenzimmer. Als, wo ist es? Klassenraum. Ach, haben wir ja schon. Aber das ist jetzt keiner mehr. Ja. Kann er nämlich ordentlich unterrichtet werden. Perfekt. Und jetzt muss ich Grundbildungsprogramme und die Allgemeinbildungsprogramme irgendwie bestreiten. Kann ich denn jetzt hier irgendwie... Geht das jetzt besser? Kann man jetzt hier irgendwie mehr machen? Kücheneinweisung. Hier ist nichts. Grundbildungsprogramme. Allgemeinbildungsprogramm bräuchte ich auch noch. Leute. Und hier ist auch nichts mehr los. Da kommt eine Verhaltenstherapie hin vielleicht. Und hier auch. Ja. Was ist das? Die Objekte für dieses Programm benötigt werden, wurden in keinem gültigen Raum gefunden. Was? Warum nicht? Ich brauche hier um 11 noch Arbeit. Moment. Das machen wir mal fix. Tagesplanung. Um 11 müssen wir noch arbeiten. Jetzt kriege ich die Sachen nicht unter. Das tut mir leid. Stehen wir eine Stunde früher auf. Ups. Und essen wollten wir auch 3 Stunden. Ne? Dann können wir auch 2 Stunden früher aufstehen. Da Freizeit und 3 Stunden essen. So. Und jetzt müsste das mit den Programmen auch finden. Keine Ausrüstung, kein Raum. Ja, guck, jetzt passt das nämlich hier rein. Leerstelle. Natürlich habe ich dafür einen Raum. Was soll das denn? Da ist doch ein Raum. So ein ziemlich großer.